Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit God of War Ragnarök. Wir sind in Svartalfheim und in der Hauptstadt jetzt. Die Zwerge sind alle abgehauen, haben anscheinend Angst vor Badass Kratos und Atreus. Obwohl sie eigentlich ganz lieb und nett sind. Ja, mal gucken, ob wir hier jemanden finden, der mit uns reden möchte. Oder ob wir hier... Diese feinen Holzarbeiten sind außergewöhnlich. Oder ob wir hier gar keinen finden. Hier komme ich nicht durch. Ich muss. Nein. Hier kommt man. Ich brauche die Axt. Okay, Zwergenzauber kann man nicht durchbrechen. Oder zumindest geht es in dem Fall nicht. Ja, wir gucken uns mal ein bisschen um. Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Ja, ich tippe auf beides. Gefürchtet und beliebt. Ist ja auch eine Möglichkeit. Geht ja beides. Ey, wirklich, die sind hier auch alle abgehauen, ne? So, hier gibt es aber eine Kruhe und vor allem... Ein Vogelspion weniger. Ja, Odin schickt nämlich Raben zu uns. Einen von 48 haben wir schon mal gekillt. Der schickt nämlich gerne Raben, um das natürlich dann hier uns zu überwachen. Ich glaube Feinde? Nee. Oder zählt das unter Odin? Ja, ich glaube, das zählt unter Odin. Nee. Hier, Odins Raben. Odin behält uns im Auge, seit wir unsere Reise vor einiger Zeit begonnen haben. Diese Raben zu töten und den Allvater dadurch quasi erblinden zu lassen, kann uns auf unserem Weg nur helfen. Ja, das sind die Augen und Ohren. Ja, eher die Augen von Odin. Sindri! Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich habe was für euch. Ja, wir gucken uns das gleich an, weil hier ist nämlich noch ein bisschen... Eine Einkaufsliste. Ich will nichts mehr von irgendwelchen Engpässen hören. Die Asen haben genau das, was sie brauchen. Meine Arbeit sollte nicht darunter leiden, dass es ihnen Spaß macht, uns Dinge vorzuenthalten. Wie denn auch sei, ich brauche ein Fass Öl, so viel Bündel Feuer als wie möglich, 5 Barren reinen Svartalfheimstahl und oh ja, verdammtes Essen gegen den verdammten Hunger. Ja, das nenne ich mal eine explizite Einkaufsliste. Ich lasse mir immer Zeit. Aber man weiß nie, wo man hier vielleicht noch eine Truhe findet. Also hier ist eh einer. Da langen wir jetzt auch wieder rein. Danke. Wir haben zerbrochene Runen. Und das sind irgendwelche komischen Steine. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal zu Sindri. Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Ach, könnten diese Pflastersteine reden? Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Ach, den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien in ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld. Ja, ich finde, am besten sieht man so etwas
in Aktion! So. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. Skalva. Ich bin gespannt. Ich hoffe, er klappt. Ja, wahrscheinlich klappt er das Ding jetzt weg. Als ginge ich in schmutzige Tavernen. Aber die Kanalisation, in die du ein Loch gehauen hast, sieht ganz gut aus. Für dich. Sie müsste auf die andere Seite der Stadt führen. Andere Türen stehen euch hier auch nicht auf. Das ist wohl wahr. Ich guck mal. Wir haben ja ein paar Ressourcen gesammelt. Gilt diese Ausgangssperre echt wegen uns? Ein magischer Stein, in dem... Odin hat dieses Reich so fest im Griff, dass jeder Außenseiter als Bedrohung... Typischer für Odin geht's nicht mehr. Das Ding gehörte einem Rebellen, oder? Was darf ich fertigen? Ich will einfach mal gucken. Nein, das stört mich gar nicht, wenn du da rumstehst. Die gibt halt 10 Abwehr mehr. Hey, was ist mit den Rüstungen passiert, die wir dir schon gemacht haben? Hab sie benutzt. Tja, vielleicht kannst du auf diese besser aufpassen. Werde ich nicht. So ein legendärer Kratos. Werde ich nicht. Nein. Gar kein Bock. Nerv mich nicht, Zwerg. Es interessiert mich nicht die Bohne. Ja, ich würde sagen, das könnten wir auch upgraden. Nicht schlecht. Das könnte mein bestes Werk heute sein. So, Brustpanzer. Ja. Haben wir leider nicht genug Ressourcen. Boah, der gibt aber auch recht. Also im Moment, was wir haben. Boah, der gibt's ja noch zweimal Glück um. Willst du über irgendwas reden, Kratos? Aber wir lassen erstmal das so. Ich weiß nicht, ob wir noch genug haben. Für Waffen, nee. Im Moment haben wir den hier, den düsterer Kriegs. Dann machen wir den ein bisschen besser. Ist halt auch nicht so schlecht. Chaosklingen. Auch düster, da kann man nichts mehr nutzen. Und das Schild können wir jetzt auch nicht wirklich. Welches haben wir denn jetzt? Das bringt Schmerzen. Na, ist ja auch egal. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Was ist denn hiermit? Danke. Gleich mal wieder reinlangen und Truhen kriegen. Übrigens, Kleiner, du kannst ja dann mal ein bisschen hier unten. Heps. 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 Und was ist mit dem hier? Perfekt. Noch ein Gedicht vom Quasi.
Ein kurzes Gedicht, ein erdachtes Gesicht von quasi Meister aller Poeten. Die Armeen versammelt, neun Krieger sollt ihr sein, ausgeruht und gesammelt, lang wie der Krieg sein. Die Kugel hoch droben und Äste in der Hand, ein Schwung, ein Zusammenprall, die Zuschauer stehen wie eine Wand. Neun Tage und Nächte kämpfen sie pausenlos, stoßen vor, warten ab, sie wollen gewinnen, ganz groß. Bis irgendwann dann endlich der Staub sich lichtet und eine Armee als Sieger dasteht und die andere vernichtet. Weise Worte. Und wir haben eine Truhe, das ist auch gut. Dann kommen wir nämlich noch ein bisschen Silber. So, dann gucken wir uns mal an, wo uns dieser tolle Weg hinführt. Hier war nichts mehr, glaube ich. Man muss mal alles sicherheitshalber durchgehen. So. Und Atreus hat eine neue Fähigkeit, was auf jeden Fall sehr cool ist. Viel Glück. Danke. Jeder Außenseiter gilt als Bedrohung. Dient das dem Schutz der Zwerge? Es klingt so. Aber wie ich Odin kenne, steckt noch was anderes dahinter. Also, boah. Hier verstecken sich auch alle. Odin hat seine Klauen wirklich tief in diese Welt geschlagen. Aber es gibt keine Wachpatrouille. Es gibt wohl keine Bedrohung. Wozu verstecken? Statuiere ein Exempel an dem, der sich wehrt. Der Rest bleibt gefügig. Selbsterhalt kann selbst die Tapferkeit des Stärksten überwiegen. Durch Furcht sind sie sicher und am Leben. Ich habe ja irgendwo einen Weg gefunden und weiß selber nicht, wie ich da hingekommen bin. Einfach an Türen und fragen nach dem Weg. Irgendein Artefakt haben wir gefunden. Eine Brandbombe. Ich bedauere vieles aus der Zeit, die ich in Svartalfheim verbracht habe, aber mit den allergrößten Bedauern denke ich wahrscheinlich an Grieb zurück. Grieb war eine erstaunlich zornige Zwergenschreiberin. Ihre wütenden Abhandlungen gegen Odins Finanzimperialismus hätten die Zwerge vielleicht zu einer regelrechten Rebellion angestachelt, wenn sie sie weiterhin verbreitet hätte. Als Wortakrobatin war sie mir mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Und ihre Leidenschaft und Wut verlangte jeden, der ihre Schriften las, Respekt ab. Als sie Brandbombe nahm und Asenlager in Schutt und Asche legte, folgten ihr andere. Leider hat eine klare und laute Stimme den Nachteil, dass man sehr leicht zu finden ist. Propaganda konnten die Einherrer verkraften, Brandstiftung eher weniger. Sie spürten sie auf und Grieb sowie alle bekannten Exemplare ihrer Schriften. Gut, ich gehe mal hier nochmal zurück, weil ich wollte eigentlich jetzt nicht rein. Ich habe eigentlich gedacht, da wäre irgendwie so ein Geheimgang oder irgendwie sowas. Nee, das. Nein, nein, nein. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Ja. Ich meine, wir können jetzt mal hier in jede Tür kloppen. Kratos sieht auch total lieb und nett aus. Ich glaube, da ist etwas. Könntest du. Nein, danke. Nein, dein Mann sind die hier freundlich. Kommt man da hin? Ich mag da nämlich hin. Ich will da hin. Wie komme ich da hin? Ah, alles so schwierig manchmal. Oh wow. Sindri hat mich übertrieben mit der Empfindlichkeit. Das sieht doch gut aus, oder? Nicht wie ein Wohnhaus. Wenn er hier ist, sollte ich vielleicht das Reden übernehmen. Du. Na, er soll keine Angst vor uns kriegen. Du bist ein Hühner mit einem abgetrennten Kopf am Gürtel. Nur zu. Stimmt irgendwie. Also gut. Over.
genau, gib ihm. Hinter dir, Vorsicht! Hinter dir, pass auf! Oh fuck. Ich dachte, der wäre tot, ne? Diese Krimmen gehen mir so auf den Sack, wirklich. Selten solche dummen Viecher erlebt. Oh, gut mal sagen, das weh. Alter, die geben aber auch heftig, ne? Ist jetzt irgendwie nicht so, dass die nicht geben, ne? Obwohl die so klein sind, geben die ganz schön ordentlich, nerven die schon sehr hart. Okay, wir haben jetzt auch den Sinn dahinter gefunden, warum wir hier runter sollten. Und ich habe natürlich die... Einmal, hier ist doch irgendwo ein Kackgraber. Naja, gut, okay, gehen wir mal zur Taverne. Da wollten wir ja eh hin. Ich höre hier einen Raben. Minus. Können wir uns bitte wieder regenerieren, das wäre super. Ja, das sieht mir schon eher nach einer Taverne aus, vor allem ich frage mich, wie Kranus da jetzt reinpasst. Na gut, er wird sich... Na, obwohl. Ist der das? Ja, ja, wir gucken uns das mal... Da ist ja echt nicht viel zum Umgucken. Hallo? Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh, das sind bestimmt wir. Tja, wenn ihr vorhabt, mich zu töten, lasst mich erst mein Lied beenden. Dieser Alarm war genau der perfekte Ton. Wir suchen nur nach einem Freund von uns. Er heißt Dürrlin. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Dürrlin hat keine Freunde mehr. Aber wenn ihr das wollt, nehmt diesen Weg dort hinten. Dann seht ihr das Sicherheitsbüro gleich jenseits des Flusses. Aber macht uns anderen bitte keinen Ärger. Und während ihr durch diese Welt reist, räumt ihr vielleicht das Chaos von diesem Kopf weg. Welches Chaos? Erkläre ich später. Ich will von diesem... Der Zwergenbesitzer der Taverne in Niovalir, er war mitteilsam, was Dürlins Aufenthaltsort anging. Mitteilsam, ach so Gott, im Himmel anging. Und mit seiner erbitterten Wut auf Mimir, seine Taverne ist zu klein und das Gegenteil von einladend. Ich hoffe, er ist ein besserer Musiker als ein Wirt. Chaos hören. Die Maschinen in der Bucht. Warum fragst du nicht den arroganten Schädel? Kopf, ich habe Haut. Aber er hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten sie ausschalten. Dienste Asgard hat begonnen. Das ist ein Gefallen. Ah, ich wollte nur auf die Karte. Okay, wir sind hier. Tschüss, das ist ja am Arsch der Welt. Okay, ja. Prinzipiell.
sind ja nicht mal, das ist ja nicht mal ein Paar, das ist ja gefühlt halb. Ja, die werden wir schon machen, noch die Gefallen. Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt. Wirklich? Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Ja, ein wunderschöner Kompass. Jetzt los mit euch. Zwergenkompass und Karten können geradeaus zu Zielen führen. Drücken Sie die linke Seite der Touchpad, um zu Karte zu springen. Ja, das ist, ja, jetzt haben wir das auch hier so ein bisschen schon drauf. Sehr cool. Man sieht jetzt hier oben an der Leiste Orte auf dem Kompass verfolgen, indem Sie L3 um die Karte in aktuelle Position. Ich drücke doch L3. Es funktioniert nicht. Hoch, runter. Ah, okay. Verstanden. Gibt Sinn, prinzipiell. Midgard ist hier. Und das ist Waterfall. Juti. Bestimmt gibt es hier ein Boot. Sindri klang es, als wäre Durlin eine Art Rebellenanführer. Aber ihm scheint niemand zu folgen. Wer ist hier das Schlüsselwort, kleiner Bruder? Genau, ich will hier einfach rein, um ein bisschen was zu sammeln. Ja, bin gespannt auf diesen Dünnlier. Ich meine, wir können ja dann in der nächsten Folge, obwohl 1,23 Meter entfernt ist, ich bin mal gespannt. Aber Mimir scheint in der Zwergenwelt nicht so beliebt zu sein. Aber ich finde das jetzt hier oben mit dem Kompass besser. Boah, tschü. Da hinten war ein Dock. Vielleicht liegt dort ein Boot, mit dem wir zu Dördling kommen. Ja, ist ja in Ordnung. Kleiner Atreus. Aber die Zwergenwelt ist echt cool. Odins Augen, Niflheim. Ja, er sieht noch die ganzen Sachen noch, aber wir müssen ja eh dahin, also. Aber die Tür ist nützlich, ist gut, dass da einer ist. So. Gleich bei den Felsen, hinter mir ist ein Gebäude. Vielleicht sollten wir dorthin. Na, die verdammten Bergbaumaschinen. Was ist damit? Der Skalde hat recht, mich zu beschuldigen. Sie waren meine Idee. Wenn Zeit ist, sie sind in der Bucht gleich hinter dem Tunnel. Okay. Mimir macht anscheinend auch Fehler. Aber wer macht das nicht? Auch die klugen Menschen machen mal Fehler. Ich würde es begrüßen, wenn wir uns die Bergbaumaschinen im See auf der rechten Seite ansehen. Man sieht von hier aus die Rauchsäulen. Aber wenn du jetzt nicht erkunden willst, zu Dödlin kommt man offenbar durch das offene Tor links.
Ja, wir können uns... Wo lang gehen wir? Weißt du, was wir als erstes machen? Wir holen uns erstmal hier. Tiersrettung noch vorbereiten. Ich bei dir. Prinzipiell kommen wir ja, glaube ich, eh wahrscheinlich jederzeit wieder zurück. Also ich gehe mal davon aus, war das mindestens in den letzten Malen auch so, dass man die Story vorantreiben konnte und halt auch... Logisch. Die Bergbaumaschinen können auch warten. War ja, wie gesagt, auch in den letzten Mal so, dass man da halt auch jederzeit wieder dahin konnte. Ich meine, ich glaube eh nicht, dass der uns jetzt, keine Ahnung, durch die halbe Welt bringen wird. So, ich suche mir erstmal noch ein paar Sachen. So. Dann gehen wir erstmal zu Dünlir und machen dann die Bergbaumaschinen. Das ist das Sicherheitsbüro. Tja, das Schild da oben, das einen den Kopf einschlagen kann, deutet zumindest darauf hin. Hm. Sieht ja toll aus. Wir wollen zu Dürlin? Habt ihr einen Termin? Ja. Nein? Hatte hier jemals jemand einen Termin? Willst du hier was holen, Kumpel? Glaubst du, weil du einen abgetrennten Kopf am Gürtel trägst, nehme ich vor lauter Angst Estrids Erweiterungsvorschlag an? Hm? Wir suchen einen gefangenen Odins. Er wird in einer Mine festgehalten. Freunde meinten, du kannst helfen. Woher hast du... Ihren Kopf hast du auch damit abgetrennt, ja? Sie war meine Frau. Tinette und ich haben uns gefragt, wo sie war, nachdem unser Kuh hier fehlschlug. Fehlschlug? Ja, komm, komm. Fehlschlug. Faye ist tot. Die Besten sind tot. Und die Überlebenden zahlen den Preis. Ich fürchte, ich kann euch mit eurem Gefangenenproblem nicht helfen. Aber er weiß vielleicht, wie man Odin aufhält. Und Svartalfheim von den Asen befreit. Ich habe nicht vor, mich nochmal mit dem Allvater anzulegen. Wartet, bevor ihr geht. Das? Eine Strafe. Hygieneverstoß wegen unsachgemäßen Transportes eines Kopfs, 2 Tadel für das Aussprechen des Vornamens des Allvaters und für das Versauen meines Tisches. Eine Strafe? Bezahlt, wenn ihr wollt. Ja? So ist mein Büro. Der war ja hilfreich. Hallo. Was genau an raus aus meinem Büro versteht ihr nicht? Du sagtest, sie heißt Tiner? Oh, klar. Danke, schätze ich. Oh.
Okay, der war ja so hilfreich wie sonst was. Und da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben. Hey, das ist keine Strafe. Der Zwerg gab uns eine Karte. Etwa. Tja, du hast den gerochen. Aber sie führt wohl zu einer Mine hinter dem Berg. Ah. Tyr! Dürlin hat uns geholfen. Nicht jeder benutzt Äxte und Pfeile zum Kämpfen. Zur Mine fahren wir. Ja, Dürlin, ein kleiner Beamter der Zwergenstadt. Eins der Verbünde vom Fae im Kampf gegen Odin. Jetzt ertränkt er seinen Kummer in Klaas. Dennoch scheint er uns mit einer Karte zur Tür Aufenthaltsort geholfen zu haben. Außerdem hat er seinem Meereskreator Dina Atreus einen ungewöhnlichen Stein gegeben. Bauen lassen? Odin wollte die Zwerge unter Kontrolle haben und tja, ich überzeugte ihn, sich ihre Loyalität zu erkaufen, anstatt sie einzufordern. Eine Art Handel. War nicht gerade die beste Idee, sagen wir mal von so von dir. Der Rauch der Maschinen, er schnürt mir die Kehle zu. So, Sindri können wir später. Ist eine der Maschinen? Dieser Rauch über uns. Dort wollen wir mal sehen, ob wir sie abschalten können. Viele, viele Feinde. Wie diese Nightmare, ich hasse diese Viecher. Achtung, über dir. Alter, die... Okay, der hat noch Lust. Kannst du mal machen, was Atreus? Ey, das gibt es nicht, wie der. Ey, die sind ja so nervig. Ich fass es nicht. Atreus, du musst mal ein bisschen helfen. Ich kann jetzt hier nichts alles machen. Und ich bin sowas von down gerade. Ja, ich bin tot. Ich hab gar keine Chance. Atreus, gib mir mal ein bisschen Hilfe. Danke. Oh, wichtig. Meine Güte, Alter. Oh, das war mal ein bisschen... Die Nerven. Alter, du hast aber gerade im Moment gar keine Chance. Letzter Gegner.
Die Maschine ist wahrscheinlich vollgestopft mit hilfreichen Materialien. Ich würde alles nehmen, was sie hergibt. Meine Güte, die hat aber... War aber nicht so clever, da durchzuräumen. Bin ich dumm? Ja, ich bin gerade dumm. Ich habe noch eine gesehen irgendwo. Und mich gefragt, was ich mit dem Ding machen soll. War die oben? Nee, hier. Na gut, machen wir erstmal dieses Teil aus, bevor wir hier... Wenn die Zwerge einen Handel mit Asgard schlossen, was ist daran schlimm? Der Handel ist reine Ausbeutung. Das war ihre Wahl. Arbeitet oder sterbt ist keine Wahl. Ich hab's nur so aussehen lassen. Was du da hast, ist reines Svartalfame-Erz. Es wird in der Maschine nicht mehr von Nutzen sein. Aber vielleicht können unsere Huldu-Brüder was draus machen. Ja, angehen tut sie nicht. So. Ist das etwas Svartalfheim-Schlacke? Gib die her. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann weitergeht mit den Fabriken ausschalten. Ich würde sagen, das sind wie Fabriken, ja. Die schalten wir dann aus und dann geht's weiter mit der Story. Dann suchen wir noch eine Tür. Aber erst die Fabriken, damit wir Mimis Fehler wieder ordentlich bügen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen und tschüss!